Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal zu EAFC24. Und zwar geht es diesmal nicht um die Trainerkarriere, sondern es geht um die Spielerkarriere. Und zwar natürlich mit meinem erstellten Chart, den habe ich vorher schon erstellt. Aber wenn ich ein paar Probleme hatte, weil es gab ein Update gewesen, Kader-Update. Und ich hatte meinen erstellt gehabt und auf einmal war er gelöscht. So, das war scheiße. So, weil warum wird auf meine Charts zugegriffen, so. Das finde ich scheiße, so. Klar, in privaten Karrieren ist er zum Glück noch da. Aber vielleicht ist das auch ein Problem, weswegen ich die Saisons nicht beenden kann. Was hatte ich in einer privaten Karriere? Da konnte ich die Saison nicht beenden. Also danke für den Bug, falls das so ist. Danke, EA. Also, ihr dummen Spasten, ganz ehrlich. Aber egal, reden wir nicht darüber. Reden wir über Spielerkarriere und machen es kurz und knackig, weil, ich habe nicht, also der Char ist neu, aber ich bin echt, also der Char ist echt, der soll mich verkörpern. Und ja, The Wheel himself, der Name ist Programm, der echte in einer Welt voller Fakes, voller falscher Menschen. Wenn so besteht die Welt größtenteils, aber darum soll es hier nicht gehen und so, deswegen sowohl als auch, kann man sagen. Und deswegen, aber wir gehen anders als in der Trainerkarriere, ist mein Char nicht beim VfL Wolfsburg. Ja. Oder auch nicht beim, also nicht beim VfL Wolfsburg, wie den ich ja feier. Kennt man ja aus der, weiß man ja aus der Trainerkarriere. War ja mein erstes Video auf dem Kanal mit dem VfL. Und auch nicht aus Köln, wo ich ursprünglich herkomme. Auch nicht mit den Roten Teufeln aus Kaiserslautern, die ich aus der zweiten Liga gut leiden kann. Und ja, also ich habe mir die auch nicht mehr aus Dresden, die ich aus der dritten Liga gut leiden kann, aber die dritte Liga ist richtig, denn hier starten wir durch beim SSV Ulm, dem Aufsteiger, einem der Aufsteiger aus der dritten Liga. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch alles, denn ich möchte nicht als Ortak spielen, no offense, aber ich möchte als ich selber spielen mit einer 44 der Finne, weil ich keinen Bock auf die deutsche Nationalelf habe. Und hier sieht man die Werte von meinem, das ist ein Mischmasch, also die mir wichtigsten Dinge habe ich auf 99, die anderen auf 1. Ich will 2 Bewegungen, aber ich habe 4. Okay, ich mache Fuß auf 1. Ja, so. So viel dazu. Und bitte einmal zu weiter. Und ich habe natürlich kein Gameface. Schade, dass ich das nicht bearbeiten kann, weil das wäre schon cool. Und ja, weil man das hier nicht ausstellen kann und ich keinen Bock auf die deutsche Nationalmannschaft habe, habe ich mich einfach nach Finnland getan. Weil ich würde nie im Leben für die deutsche Nationalelf spielen. Ja. Bin zwar Deutscher, aber nee. So. Dafür ist mein Selbststolz viel zu groß, weil nee, so allein schon diese Aussagen so von manchen Leuten so, hey, du bist Deutscher, du bist Kölner, du musst Deutschland und Köln feiern, so nee, ich muss gar nichts, so. Und vor allem, je mehr man mich in eine Sache pusht, desto mehr entferne ich mich davon und und also je mehr man mich zu etwas zwingen will, desto mehr wird das Gegenteil erzeugt, weil ich lasse mich von nichts und niemandem zu irgendetwas zwingen. Der einzige Person, die Einfluss auf mich hat, bin ich. Und ja, deswegen, ja, bin ich kein Köln-Fan und auch kein Deutschland-Fan. Mein Weg, Wunsch, Team, Willen, Empfehlungen, ja, aktueller Vertrag hier bei Ulm, da sieht man die Ziele. Und ja, die sind ja richtig wild mit den ganzen Bonis. Und Zielteam werde ich erstmal kein Drittligist auswählen, weil ich will auch gerne mal nach Irland zum schlechtesten Verein in aus Europa in FIFA oder vielleicht auch der ganzen Welt, wer weiß. Ja, deswegen möchte ich mal UCD, AFC aus Dublin festlegen, weil ich will mit den kleinen Vereinen eigentlich immer, finde ich halt eigentlich interessanter, als was man vielleicht nicht unbedingt an der Trainerkarriere merkt, aber ich glaube, ich habe es auch da erwähnt und ich hoffe, ich bin jetzt nicht aus dem Menü raus. Ne, gut. Okay, Agent, Aktivitäten, ja, schauen wir mal kurz rein hier. So. Was will der denn von mir? Nee, ich will das nicht ändern. Wobei, könnte ich das ändern? Jo, könnte ich ändern. Aber ich glaube, das könnte ich nur jetzt noch ändern. Und dann nie wieder, aber ist ja auch in Ordnung so. Ich hoffe, der meldet sich auch mit Drittligisten bei mir. Weil das wäre cool, wenn ich halt da bleiben könnte. Und hier habe ich einiges an Gehalt natürlich. Begrüße meine Mitspieler.
Eigentlich würde ich das in Real Life nicht machen. Aber gut, Fußball ist ein Mannschaftssport, da muss der einsame Wolf auch ran. Also wird es doch mit der Wolfsburg gut klappen irgendwann. Das ist alle. Keine Zeit, was. Warum ist das? Ich auf die Tollen. Ja, ich bin eigentlich ein Freigeist, aber solche Media. Ja, wobei. Ich würde zwar nicht auf Social Media sagen, weil ich auf so sowohl auf Social Media oder nicht auf Social Media wenig teile, aber es hört sich am ehesten, glaube ich, nach mir an, deswegen Freigeist. Und ich bin ein Freigeist, ich bin ein Rebell und ich wähle das mal aus. Nehmen wir hier die Scheiße noch mit direkt hier. Ja, die Scheiße hier auch mit. Hochwertige Hybridmatratze, Busreisensponsor, Ehrenloge, PC-Kurs. Spende an Tierheim. Oh, stimmt. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Das hätte ich direkt mehrfach ausgewählt. Swimmingpool bauen. Ja, machen wir. So. Aber ich weiß noch nicht, warum das Disziplin verstärkt, aber cool. Ja, das hier interessiert mich nicht so sehr wie das hier eigentlich. Und das gibt ja auch mehr Punkte, deswegen. Oh, das kann ich auch noch mitnehmen. Cool. Ja, wobei das billigere ich auch mitnehmen kann. Bringt dasselbe. Aber ist egal. So habe ich was fürs nächste und jetzt kann ich eigentlich hier auch nach Freigeistpunkten angucken. Aber erstmal möchte ich gern. Genau, hier haben wir ja schon Punkte gesammelt. Ordentlich. Die ich mir zwar eigentlich nicht verdient habe, aber gut. FIFA ist ein bisschen. Fußball ist hier ein bisschen schwieriger geworden. First Touch. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich das ja gut. Ich bin schneller ohne das. Wo ist Sprit? Rampenbau. Fehleranfällig. Ja, ich bin nicht der beste Dribbler. Ja, das hier? Oder das hier? Weil meine Passwerte sind ja scheiße. So. Oder halt das hier, dass ich in eine Raserei verfalle beim Dribbling. Ja, ich teste das hier mal, weil ich nicht weiß, ob ich die Raserei überhaupt brauche bei meinen Werten. Vor allem in der dritten Liga. Und ich möchte auch gerne. Kann ich schon trainieren? Nee, ne? Geht nur vom Spieltag, ne? Ja, egal, dann geht's weiter. Sind wir schon weiter hier. Bisschen Gehalt mitnehmen. Ja, so gefällt es mir halt am besten, weil, ach so, warum ich den Weg gewählt habe, den vorher erstellt habe, ist, weil er hat jetzt eine 44 und das finde ich realistischer, als wenn er anfängt mit einer 70 oder fast eine 70 hat. Ich weiß nicht genau, wie das war, aber die starten mir halt zu gut. So. Und ich will halt wirklich ich will halt langsam den Char aufbauen und meinetwegen spielt er auch immer in unterklassigen Ligen so. Das soll mir dann recht sein, weil ich habe kein Problem damit. Er soll nicht irgendwann beim FC Bayern spielen, also das Höchste wäre halt VfL Wolfsburg oder Valencia, sind zwar auch Top-Clubs, aber jetzt nicht Nonplusultra, ne? So, ja. Aber das wäre halt auch dann so die Endstation für meinen Char. Oder halt auch je nachdem halt, Glasgow Rangers, Celtic, so. Könnte ich mir auch gut als Ende vorstellen. So. Aber natürlich auch eine Nummer kleiner, ne? Also Nummern kleiner bei Kaiserslautern, bei Dynamo Dresden. Ja. Absolut kein Problem mit. Und ich muss mal gucken, welche Übung ich ausgewählt hatte, weil ich hatte da echt guten Schuss gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, welche das waren, weil. Ja. Ich habe auch keinen Bock in die private Karriere einzu. Schnuppern, ich weiß es nicht. Weiß es nicht, weiß es nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich was Leichtes ausgewählt haben, denke ich, weil ich dachte, yo, ich muss mich ja erstmal reinfinden in das Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber halt auch was auf die Passwerte geht. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich so gegangen bin. Das geht nicht auf Passwerte. Das ist schwer. Ja, wobei. Ich versuche das einfach mal, weil ich keine Ahnung mehr habe jetzt, welche Übung ich mitgenommen hatte und welche nicht. Und ja, so sieht man mich entweder brillieren oder versagen, ist ja egal. Sammel die Trophäen ein, kann ich mal mitnehmen wegen dem Stärkewert. Und passen möchte ich hier. Heberpass, habe ich keinen Bock drauf. Time Tower Schnellpass hat sich nicht so verkehrt. Wobei, Flankensetzung, das kann man auch mitnehmen. So. So, genauso wie hier. Hier ist nichts. Standards, ja. Ja, das kann ich vergessen mit den Freistößen. Ich werde das nur simulieren, weil ich halt. Wie soll ich sagen? Weil ich halt, ja. Ja. Oh. Ja. Defensivbewusstsein.
Fangsjäger habe ich keinen Bock. Mann und klären. Wird auf drei Werte gehen. Machen wir mal. So, Training starten manchmal. Und gucke mal, wie das so läuft und auch wie viel Boni ich rausholen kann, weil, ja, bei den einen, bei Defensiv kann ich nicht so viel rausholen. Warum ist das so hell hier? What the hell? Habe ich das so eingestellt oder wollen sie mich blenden? Na, aber gut, dass das erste Trainingsball hier drinne war. Kommen wir erst zu Zembi. Oh, er verliert den Ball. Schade. Hätte ich mal besser mit meinem abgeschlossen. Der hat ja gute Dribblingswerte und guten Abschluss und so, ja. Deswegen sollte ich vielleicht einfach mit meinem hier ordentlich einfach durch. Yeah, fuck. Bin verloren. Jetzt geht doch mal weg. Ihr seid Drittliga-Mann, Drittliga-Verteidiger. Macht hier nicht einen auf Bayern München, ey. Weil mag ich die nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Auch in diesem Video. Ich kann sie nur oft genug erwähnen. Ich mag die nicht. So, also bitte damit aufhören, mich an die zu erinnern. So, reicht schon, dass sie da sind und mir den Bock auf, ja, auf die Bundesliga theoretisch versaut haben. So, theoretisch nur. Hatte schon länger keinen Bock mehr auf Fußball. So, ja, ich lasse das mal so, weil ich gerade halt auch nicht richtig krass unterwegs bin und so. Und nehme ich mal einen B-Rang mit. Vielleicht mache ich das irgendwann auf A-Rang. Mal schauen. So. Aber ich kann auch mit B-Rang zufrieden geben. So absolut nicht abgehoben. So. Einsamer Wolf mit gesundem Ego, ja. Abgehoben. Ja, nicht wirklich. So. Könnte oft so rüberkommen, aber ich kenne halt meinen wahren Wert. So. Das ist halt in meinen Augen schon ein gewisser Unterschied und abgesehen davon wird man von meinem Ego, von meinem sehr gesunden Ego, nicht oft was mitbekommen, weil ich es nicht nötig habe, das zu äußern und deswegen ist halt auch ein gesundes Ego, weil wäre es ungesund, da müsste ich das ja äußern, aber das ist nicht gegeben. Warum ist er so langsam am Werden? Die sagen doch kontrollierter Sprint, nicht kontrollierter Oma-Sprint, vielleicht Opa im Supermarkt, so. Ich habe ja auch maximale Werte hier. Was soll denn das? Also ohne das bin ich schneller Spiel. Was gibst du mir hier für scheiß Tipps? Ganz ehrlich. Ohne bleibe ich hängen, mit bleibe ich nicht hängen. Also ja. Ja, das, ich weiß nicht, was mein Char davor hatte. Aber er hat den Gegner verwirrt. Ah, okay, also ging das theoretisch auf, auch wenn das komisch aussah. Aber der Gegner wurde verwirrt. Das war der Plan dahinter. Ja. Auch wenn das eigentlich unnötig ist, weil der A-Rang, der ist schon da und nur darum geht's hier. Nur die A-Ränge und den Spielen halt gute Leistung, wenn ich überhaupt irgendwann mal auf dem Platz bin. Mit meiner 44, aber gut, ich kenne auch die Gesamtschwäche vom FSV Ulm nicht, also ja. Aber ich will mich auch langsam hocharbeiten, wie gesagt, und mir reicht halt kleinere Vereine. Ich will nicht bei PSG, ich werde nicht bei PSG spielen, ich werde nicht bei Bayern spielen, nicht bei Real Madrid, nicht bei Man City, nicht bei Liverpool und wie sie alle heißen. Juve könnte man vielleicht noch nennen und Milan und hast du nicht gesehen, so, aber da wird sich hier nicht mal nach Dortmund oder Leipzig so. Auch wenn Leipzig halt schon so cool war mit dem Ausbildungsclub und so, fand ich nicht so verkehrt so mit vor zu den Zeiten, wo Forsberg, mit Sabitzer, mit Werner, mit Upamecano, Konaté, haben sie echt coolen Fußball gespielt so. Also klar kein Leipzig-Fan, aber ja. Makel, also gegen Leipzig habe ich nichts im Gegensatz zu Bayern und ich verstehe auch nicht, wenn Bayern-Fans so sagen, ja, Leipzig ruiniert den Fußball, Bayern ruiniert den Fußball so. Was macht Bayern so? Kauft den Konkurrenten die Spieler weg so. Das hat auch nichts mit Fairplay zu tun oder so. Also klar, man kann nicht sagen, es ist gegen irgendwie irgendwelche ja, Vorschriften oder so ein Scheiß, was mich halt eh nicht interessiert so. Aber man kann nicht sagen, jo, sie verstoßen gegen irgendwelche Regeln, aber ja. Fair ist es in meinen Augen auch nicht, auch wenn ich eigentlich da auch nicht unbedingt ein Moralapostel bin, so. Aber ja, so verstehe ich halt nicht ganz, ne? Dass man Leipzig da was vorwirft, wenn man selber Scheiße baut. Also wenn der Verein selber, also Bayern halt selber es nicht besser macht, sondern im Gegenteil. So verstehe ich nicht ganz. Aber gut, mir soll es halt auch egal sein. Finde zwar nicht richtig, aber mir ist es im Endeffekt Latte. So, ich talk nur FIFA. So, der Rest juckt mich eigentlich nicht. So. Ah, scheiße. Ich sagte ja, ich bin nicht gut im Freistoßen. Vielleicht hätte ich das einfach trainieren sollen. Ah, gut, jetzt war ich so im Flow drin und so mit Labern und so. Bisschen verpeilt. Naja,
Egal. Ja. Ah, okay. Ja, scheiß drauf. Das war jetzt Absicht der letzte. Ja, gut. Wie, es gibt noch eine Übung? Ach so, ja, okay. Ich hätte jetzt ja mal als letzte genommen gehabt. Oder habe ich eine mehr? Ach, ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, so. Kein Bayern-Fan, auch wenn ich verstehe, weil es halt einfach schlauer ist wie die Konkurrenten. So. Ich verstehe es. So. Aber es heißt halt natürlich nicht, dass ich das leiten kann oder Fan davon bin. Im Gegenteil. So. Weil sie ruinieren damit die Spannung und den Spaß am Fußball in meinen Augen. Und aber gut, macht halt Sinn. Es geht halt ums Geld, wie auch sonst im Leben. Es geht ums Geld. Das ist das Wichtigste. Und ich verstehe nicht, warum ich da Punkteabzug habe. Das war kein Foul, verdammt. Das war eine normale Grätsche zum Ballgewinn. Also. Das können die echt mal beheben, die Spasten, ganz ehrlich. Also das war das okay. Das war ein Foul. Da verstehe ich's. Aber das vorher nicht. So. Deswegen starte ich auch mal neu, weil eine war von mir im Foul, das zweite. Das erste war beim Ballgewinn. So. Darfst den Gegner ja nicht mal berühren, so. Was soll denn die Scheiße? Klar gibt's auch Fehlentscheidungen im Real Life, aber trotzdem soll man dafür nicht das Gameplay hier kaputt machen. Und was soll ich da eigentlich machen, hä? Ich verstehe die Übung gerade nicht. Kläre ihn, kläre schneller. Ach so, okay, ich soll ihn einfach wegballern. Ich dachte, hindere bin vielleicht oder so, aber okay. Ja gut, hätte ich vielleicht besser auch zuhören sollen am Anfang, ist egal. So. Ah, scheiße, was soll denn das? Ja, gib den Ball ja einfach jetzt hier. So. Und ab hier klären, oder? Hä? Hä, was soll denn das? Hä? So oder was? Ach so, okay, aber warum ist denn da ein Pfeil? So, hä? Stehe ich jetzt. Und was soll da der Scheiß, ganz ehrlich? Ja, toll. Danke, ihr scheiß Wichser, Mann. Gönn auch nicht die eigenen Teamkollegen. Was für Ego-Schweine, ey. Ah, gut, das werden die noch zurückbekommen, wenn ich so weitermache. Ich habe gesagt, ich hatte das, glaube ich, mal im Trainerkarriere erwähnt gehabt. Ich habe kein Problem damit, ein Teamplayer zu sein als einsamer Wolf, aber das heißt nicht, dass das an mir oberste Priorität ist. Nö, nö. Auch wenn dann Fußball ein Mannschaftssport ist, aber ja, wobei andererseits, ob das heutzutage noch so ist, ich meine, viel gibt es da ja auch angeblich mit Ego-Getue und so. Ja, das nehme ich mal mit, weil mir das gegen Zeiger geht, gerade so. Also, was heißt gegen Zeiger, aber ich habe da gerade keinen Bock zu. Sagen wir es mal. Wie es ist. So. Ja, ein bisschen hochgegangen, ein bisschen vielleicht auch Trainerwertung gut gemacht, wobei, weiß ich gar nicht. Na, ah, egal, das ist eh ein Depp. Direkt den Trainer beleidigen. Und ich spiele auf dem im rechten Mittelfeld, ja super. Der Trainer hat einen Knall. 6 Minuten vor Ende darf ich jetzt, ja, mit so einer Gesamtbewertung, die ich mir zwar selber ausgesucht habe, aber auf einer ungewohnten Position, aber trotzdem auf einer theoretisch ungewohnten Position für meinen Char spielen. Aber das Gute ist, privat habe ich ein bisschen zumindest angezockt, aber auch nicht viel. Und ja, schauen wir mal rein hier. Wobei leider ist die Szene auch weg, die es eigentlich gibt zu Beginn, aber gut, die hat man bestimmt auch woanders gesehen. Und wenn nicht, dann ja, ist das halt so, aber so gefällt es mir halt am besten und ich weiß nicht. Vielleicht das hier optimieren. Ich weiß es nicht. 7,5 Wertung, das ist alles scheiße. Vielleicht die Pässe? Ja, ich weiß es nicht. Ist beides halt scheiße. Vor allem habe ich 6 Minuten für die 3 Ziele. Wow! 6 Minuten kann ich vielleicht auch auf Klo gehen mit Glück. Wow, in der Zeit soll ich hier ordentlich abliefern, ne? Habe ich die Pässe jetzt oder zählt das nicht? So, soll ich kurz gucken? Ja, nee, 4. Hey, eben war doch noch 2 oder nicht? Oder vertue ich mich gerade? Ja, hallo, gib her, Dummkopf, Alter. Weil ich neu bin, heißt das nicht, dass ich hier diskriminiert werde, so. Finde ich gar nicht lustig. So sehr offensiv ist mir scheißegal. Fange einen Ball ab. Achso, die Spielwertung habe ich wohl. Ach ja, stimmt. Ich habe ja keine 7,5 Wertung. Hier, geh mal her. Geh mal her. So, hier. Ja, hätte es ruhig wieder spielen können. Als ob der Typ da den reinmacht, sage ich nur.
Ah, gut, dass du mir nicht wiedergegeben hast, aber gut, vielleicht hat er das nicht bemerkt, ist ja auch alles kein Pro. Oh Mann, lass mir doch den Ball abnehmen, Junge. Oh Scheiße, so war das nicht gemeint. Aber das Gute ist, ich kann dafür keine Karten sehen. Das werde ich ausstellen, also wegen der Trainerkarriere, weil da gibt es viel zu viele Fehlentscheidungen gegen meine Mannschaft und das will ich halt einfach nicht eulen. Ah, hat man ja gesehen, zu häufig. Das war doch ein Ballgewinn, ne? Oder muss ich den wirklich abnehmen? Nee, passt, okay, cool. Warum habe ich das eigentlich als Ziel? So, ich bin eigentlich Stürmer. Ich muss zwei Pässe spielen. Fang einen Ball ab. Mindestens 6,5. Ich weiß, ich werde im rechten Mittelfeld eingesetzt, aber eigentlich bin ich Stürmer. So. Aber gut, ich will mich mal eigentlich nicht beklären, auch wenn ich, wenn es halt ja schon nicht unbedingt für einen Stürmer so ja passende Ziele wären. Also für einen eigentlichen Stürmer, sagen wir es mal so, weil ich bin ja nicht auf meiner Position. Ja, danke Trainer. Direkte ist immer eine gute Idee, jemand, der neu ist, direkt auf einer falschen Position einzusetzen, aber der Ding, den mache ich. Oder auch nicht. Das war. Wie konnte ich den Abschluss versagen? Den habe ich so geil gemacht bis zum Abschluss, ey. Und da versagen mir die Nerven oder was ist das? Weiß nicht, ich kenne das eigentlich nicht. Was ist das? Ja, vor allem, warum stehe ich auch hier als Stürmer jedes Mal hier hinten bei den Ecken, ey? Das ist. Und vor allem, ich bin der Einzige, der hier für gute Situationen sorgt und dann werde ich ignoriert davon. Dem Typen, das merke ich mir, ey. Das merke ich mir, Dolly. So, das geht gar nicht fit. Ich sagte doch, ich merke mir das. Nö. Haben die eben auch nicht, also kannst du vergessen. So. Der Einzige, der hier noch den Ausgleich machen kann, bin ich. So. Auch wenn das eh nur Kack-Vorbereitungsturnier ist, aber naja. Ja. Trotzdem eine Chance für mich, für vor dem ersten Saisonspiel mich in Szene zu setzen. Deswegen nehme ich das ausnahmsweise mal mit. So, Trainerkarriere habe ich es halt auch gemacht, weil ich halt mal ein bisschen Action sorgen wollte. Und hier hat man direkt ein bisschen Action. Ja, auch wenn der Auftakt gegen Livingstone, ja. Also was heißt der Auftakt? Da war der das erste Spiel in der Karriere. Sozusagen. Ist halt. Ja doch, das erste Spiel in der Karriere ist halt, ja, nicht so gut aus. Und da wurde ich bedrängt von zwei Leuten. Das ist immer cool. Aber egal, ich nehme direkt den Ball ab und passe ihn dann gegen meinen Gegenspieler, was nicht die schlauste Idee war, aber naja. Egal. Es ist früh am Morgen und bin noch nicht topfit. Klar, ist keine Ausrede, aber darf man nicht vergessen. Ja. Und ich bin auch nicht der größte FIFA-Spieler, also Karrieremodus-Spieler durch und durch, aber halt auch nicht am Suchten, wer weiß wie. So. Deswegen, ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in EFC nicht unbedingt immer reinfinde. Ah, schade, hätte ich noch vielleicht eine gute Aktion sorgen können. Naja, egal. Ich hatte meine Momente, ich habe alle Ziele erreicht, das wichtiger ist. Und ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Ja, ist mir eigentlich egal, wie die anderen Leute im Vorbereitungsturnier spielen, weil für uns ist das eh gegessen eigentlich. So. Man muss ja alle Spiele gewinnen oder so gut oder ja, darfst eigentlich kaum verlieren, alles gewinnen, sonst hast du hier schlechte Chancen auf das Preisgeld. Man muss da ja Erster werden, was auch kacke ist, aber vor allem, da du ja nicht gegen jeden spielst. Aber naja, ist wie es ist. Also am besten fände ich, die machen das so wie in FIFA früher, in FIFA, dass du halt selber auswählen kannst, gegen wen du spielen willst. Und ja, also, dass du halt wirklich selber sagen kannst, yo, ich will, also, dass du selber an mit dem Verein in Verhandlungen gehen kannst, also als Trainer meine ich. So als Spieler jetzt nicht unbedingt. Da könnte dann man das ja random machen zum Beispiel. Aber als Trainer, dass du da sagst, so zum Beispiel möchtest du ein Testspiel gegen Köln machen, dass du dann mit denen verhandelst, so wegen, wie viel, wo das stattfindet, wie früher in FIFA 12 auf der PS2 oder war das FIFA 10? Keine Ahnung, irgendwo kannst du da Testspiele ausmachen, FIFA 10, FIFA 9, glaube ich sogar. Also so richtig ältere Teile. Und das hat mir gut gefallen. Du konntest selber dieses Testspiel festlegen, ob sie gegen Köln waren, gegen Bayern, gegen vielleicht irgendeine mexikanische Mannschaft wie Amerika oder gegen Miami oder wen, oder hast du nicht gesehen, so, ne? Oder halt zum Beispiel gegen Dynamo Dresden. Konntest du alles ausmachen. Egal, ob du Erstligist, Drittligist warst, hast halt da viel gemacht über die Einnahmen halt von den Ticketverkaufen, wo es stattfand oder so. Und mit so einem Regler und das können sie wieder einbauen. Das wäre am besten. Als so ein Vorbereitungsturnier, wo du nicht mal gegen jeden spielst und ja,
was komplett überflüssig ist. Also in 22 war es noch in Ordnung, hier ist es in meinen Augen Rotz. So. Und ja, könnte man ruhig die Testspiele aus den alten FIFA-Teilen holen, dass du selber als Trainer die ausmachst und wenn du Spieler bist, dann könnte das einfach random sein oder so, weißt? So random einfach so. Fände ich cool, fände ich eine geile Sache, aber mal schauen, ne? Auf jeden Fall ist der erste Part ein Ende, der Neuanfang ist da und wir sehen uns beim nächsten Part. Vielleicht, ja.